Ein herzliches Moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei einer weiteren Runde Chorkeeper. Keep the Core free von Wurzeln. Das ist erstmal das A und O. Ja, der Blob ist down. I like. Mein Friedhof wächst. I don't like. Das ist gerade... Und ich will jetzt in dieser Folge Zinn finden. Damit das hier mal eine Runde weitergeht, muss ich mir ja um so einen Bösen erstmal keine Gedanken machen. Hier wächst alles ganz lustig munter. Das kleine Häuschen hier sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Friedhof der Kuscheltiere wird auch größer. Moment, was sagt die Karte? Was will ich jetzt machen? Ah ja. So, da bin ich. Ja, ich könnte ja mal gucken, ob ich hier in diesen Bereich reingehe. In der Hoffnung, dass ich da denn langsam mal Zinn finde. Jetzt, die Maden haben mich das letzte Mal dann doch ein bisschen overwhelmed. Ich sehe hier aber auch nichts Glitzerndes. Nichts nach Hinglitzerung für Sinn. Ich dachte, die Blobs hätte ich besiegt. Wieso ist denn da jetzt noch ein Blob? So. Oder mache ich irgendwas falsch? Dass ich keinen Zinn finde. Ich finde es erstaunlich, dass ich so gar keinen Zinn finde. Da muss ich irgendwie... So, da glitzert es nochmal. Guck mal, ob ich da hinkomme. Und vielleicht macht man sich mal auch so ein bisschen Gedanken. So, warte, was war das jetzt? Scrap. Oh, schon wieder Kupfer. Checke nicht, wo ich Zinn herkriege. So, da glitzert es nochmal. Guck ich mal hin, dass ich da direkt hinkomme. Ja, ich glaube am allermeisten... Schon wieder Kupfer, aber da glitzert es nochmal. Ich glaube, es macht natürlich nachher auch richtig, richtig Laune tatsächlich mit mehr Spielern. Nur Kupfer. Da bin ich irgendwie falsche Adresse hier. Kupfer. Kupfer, hier ist schon wieder Holz. Bin ich hier schon mal gewesen? Nein. Das war auch Kupfer. Ich gehe einfach erstmal planlos hier weiter in die dunkle Ecke. Auf jeden Fall gibt es hier noch jede Menge weiterer Blob. Ganz viele Blobs. Ich dachte eigentlich jetzt, wo ich den Anführer da von den erledigt hätte, wäre das vorbei, aber nö. So, ein Pilz und noch ein Pilz und Pilz. Wo bin ich denn hier inzwischen? Meine Spitzhacke ist auf jeden Fall gleich kaputt. Ich sollte mir mal gucken, dass ich mir zumindest den Weg wieder zurück bahne. So, dann mache ich mir mal eine Ersatzspitzhacke. Und Running plus 1.
Das war dann meine Spitzhacke. So, dann machen wir uns mal direkt eine neue. Also erstmal schmelzen wir das ganze Kupfer hier ein. Und dann... Ich kann das ja auch reparieren. Ach ne, da nicht. Da war das, ne? So, reparieren. Ach so, ich brauche... Ist aber neu. Moment, hatte ich nicht noch irgendwo Kupfer? Da hatte ich doch noch Kupfer. Dann kann ich das jetzt auch einmal reparieren. Gut, dann kann das Kupfer wieder zurück. Ah, die Früchte. Das geht aber flott hier mit den Früchten da. So. Und Pfeffersamen. Wurzelsamen, ne? Die brauche ich jetzt eher nicht so. So, 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 so und so. Und dann kommt die noch. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das besonders nährstoffreich wäre hier. Aber ich muss da irgendwie so langsam, muss ich sagen, fängt mir an, das Spiel wirklich Spaß zu machen. Also was heißt wirklich Spaß machen, ist jetzt vielleicht noch übertrieben. Und das und das. Das brutzelt so vor sich hin. Und der letzte Kupferbarren ist auch gleich ready. Sehr schön. Das kann in hier mit rein. Wie hoch kann ich die stacken überhaupt? Auf über 50 geht auf jeden Fall auch. Was hatte ich hier? Ach ja, irgendwas mit Armor. Ja. Vielleicht mache ich hier mal eben das auch noch weg. Dass ich hier mal so ein bisschen Platz an den Start kriege. So, das mache ich ja alles erstmal schön weg. So, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob ich hier die Base noch erweitern soll oder so. Ich sehe jetzt eigentlich nicht so richtig den Bedarf daran, die Base jetzt noch so groß auszubauen. Ich meine, vielleicht habe ich irgendeinen tieferen Sinn noch nicht verstanden. So, da, 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 da. Das geht aber auch flott hier, da, wa? Das geht echt flott. Sollte auf jeden Fall... Ach, siehste, Kochen ist schon fertig. Dann kann ich ja das noch da reinschmeißen. Wo hatte ich denn hier Essen? Ne, da hatte ich Samen. Kann ich ja eigentlich auch direkt nochmal mit anpflanzen hier. Warte mal, dann kommt das da rein. Und das will ich nicht haben. So, dann gießen wir den Spaß nochmal eine Runde. Dann füllen wir erstmal noch die auf und gießen dann nochmal eine Runde. Ja, kommt jetzt noch... Kommt jetzt hier noch irgendwo... Ich meine, hier hinten, vielleicht geht's da hinten ja weiter. Ich gehe doch mal da lang. Da waren ja sowieso so ein paar böse Maden. Die bösen Maggots.
Und vielleicht ginge es da auch irgendwie Richtung Zinn. So, hier war das doch, ne? Sollte ich direkt das Schwert rausholen. Heudewitzka. Ah, toll. Jeder Folge sterbe ich. Brauch mehr Platz für meinen Friedhof. So, was ist das hier? Ground Acid Slime. Stick Material that slowly dissolves everything that touches. Fiber. Ich. So. Oh, der Onkel hat auf jeden Fall Lust, mir nachher bestimmt noch mal ein bisschen was abzukaufen. So, die kommen aus dem Nichts, fühlt sich das jetzt so ein bisschen an. Was? Ich wusste gar nicht, dass der mich so... Aua. Ach so. Ach so, okay. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Aua, Alter. Ich bin schon wieder... Warte mal, ich hatte doch noch was zu essen. Was hatte ich denn da jetzt eingesammelt? Chrysalis. Icky ground cover that feels strange to walk across. Lava's areas over time. Also ist das eigentlich notwendig, dass ich das tatsächlich kaputt mache. Na gut. Dann beleuchten wir das hier mal alles. Wow. Ist überall der Schleim. Mit dem Schleim denn da los? Und der? Auf jeden Fall sieht der Schleim schon mal richtig anders aus als... Der andere ist hier ein Tunnel. Habe ich hier irgendwie gerade ein Ende erreicht? Muss ich da eine Brücke bauen? Bin ich auf einer Insel? Sehr heavy. Wohin geht denn der Spaß hier? So weird. Komme ich hier in mehrere Etagen noch rein? Tatsache, hier ist Ende. Kann ich da eine Brücke drüber bauen? Ja, wahrscheinlich, ne?
ja neugierig, wo es hier hingeht. Guck jetzt erstmal. Oh, ganz ordentlich. Oh, was ist hier? Oha, was ist hier los? What is this? Sich das kaputt machen? Iron? Also, wieso Iron? Ich will Zinn. Was ist hier los? Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich Eisen. Iron, Gemstone, Art, Zinn! Ah, also. Ich werde aber irgendwie das Gefühl nicht los, dass das nur eine ganz kleine Auswahl war hier. Jetzt endlich die Area erreicht, wo ich hier Zinn kriege. Was ist das hier? Wie so ein alter Tempel. Oder ist hier drüber irgendwas? Kann ich eigentlich auch in die Höhe oder in die Tiefe oder sowas? Ich habe schon wieder Gold bekommen. Also ich habe jetzt mehr Gold als Zinn. Geht's da nirgendwo weiter? Ne. Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall erstmal diese nächste Werkbank machen muss, bevor ich hier irgendwas mit Eisen anfangen kann. Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig gesehen, was ich mit Eisen können soll. So, ich gehe mal noch zu dem Glitzernden dahin. Auch nochmal ganz leicht was Glitzeriges. Zweimal Zinn. Dann gehe ich da nochmal hoch. Kupfer, 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 Kupfer. Ah, da sind nochmal Pilze, die hätte ich mir eigentlich direkt mal mitnehmen können.
Tja. Ist das eigentlich geplant, dass ich hier alles abbaue oder reichen mir irgendwann die Gänge? Langsam echt ein bisschen planlos, wo ich jetzt noch Zinn herkriegen soll. Wir erwarten doch jetzt aber nicht, dass ich hier alles irgendwie abholz. Alles wegmache, ne? Oder? Hier, du kannst das haben. Dafür kriege ich gar keine Kohle. So. I don't know. Ja, wenn ich nicht bald Zinn finde, dann werde ich wahrscheinlich die nächsten Folgen quasi immer wieder genau dasselbe machen, ohne erkennbaren Progress. So, ich muss mich erstmal eine Runde heilen. Aber wir können ja hier schon mal ein bisschen was einschmelzen. Guck mal hier, wir können ja schon mal das Zinn einschmelzen. Und ein bisschen was zu essen. Das kann noch rein. So, ich werde mal... Wo hatten wir das Futter? Da, da. Das... Oh. So, das ist schon fertig. Kann ich das... Ach nee, das Gold kann ich ja gar nicht schmelzen. Aber das Eisen kann ich schon mal machen. Und dann warte ich noch mal eben, dann kann ich nämlich direkt das Kupfer mit hinten ranhängen. So. So, Eisen. Wir hatten, ach, da war das Essen. Achso, das stackt sich nur als 15er. Na gut. Warte, ja, siehst du, ein bisschen was wollte ich ja essen? Sechs Eisen. Nein, sechs Zinn. Ja, das dauert schon doch so sein Stückchen, bis man das so zusammengekriegt hat. Genau, hier waren Baumaterialien. 999. Hm, ja. Das und das und das. Ne, das behalte ich mal noch. Hatte ich schon. Das kann da auch nochmal mit rein. Keine Ahnung, was das ist. Oder das. Auf jeden Fall setze ich hier erstmal noch den Grabstein hin. Und dann kann ich mir ja nochmal eben
So, siehst du, ich sollte vielleicht einmal ganz kurz meine Spitzhacke repairen. Und dann kann das wieder zurück. Dann kann ich hier eben nochmal das Gemüse. Mein Gott, die Wurzeln nehmen hier wirklich ein bisschen Überhand da. Ach nee, ich wollte ja gar keine. Wieso habe ich denn Wurzeln hier gepflanzt? Bin ich denn deppert? Was ist das? Was war das? Ach, das war Fiber. Beetberry, Bomb Pepper. Rootseed. Nee, siehst du, Rootseed wollte ich ja nun direkt nicht haben. So. Und die Pfefferbombe. Und dann können wir den ganzen Spaß hier auch nochmal direkt gießen. Und dann geht's mal lecker zum Kochen. Das und das. Tja, I don't know. Das kann ich ja noch und das kann ich noch. Dann packe ich das direkt auch nochmal mit da rein. Natürlich. Für die letzte bin ich jetzt aus. Out of water. Ja, das mit dem Zinn besorgt mich langsam, wirklich. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich längst schon ein bisschen mehr Zinn finde. Denn das bräuchte ich eigentlich. So, ansonsten habe ich doch nämlich schon alles. Schade. Logisch. Ach so. Ach so, Glowing Berry Pudding. Tja, meine Freunde, ich weiß nicht, wo es Zinn gibt. Ich bin ja jetzt nun auch schon wirklich. Oh mein Gott, die Karte ist ja riesig. Irgendwo muss doch Zinn sein, sag mal. Ich kann mich doch nicht so lange auf Zinn. Oder habe ich irgendwie noch ein Rezept nicht gefunden? Aber ich meine, sie wollen Zinn, 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 Zinn. So viel Zinn. N70 Kupfer, aber Zinn, forget it. Forget it. Tja, also ich glaube, ich muss mal ins Internet gucken gehen, wo ich Zinn herbekomme. Mein Gott, die Wurzeln sind aber auch, glaube ich, so viele Wurzelsamen brauche ich hier gar nicht. Das ist ja anstrengend. Vor allen Dingen so viel aus Holz kann ich auch gar nicht machen. Vielleicht bekommt das ja, also wahrscheinlich erwarten sie, dass ich so richtig, richtig eskaliere, was den Basenbau angeht, aber so alleine. Ich spiele auch ehrlich gesagt nur, wenn ich für euch aufnehme. So jetzt off-cam spiele ich das gar nicht. Von daher glaube ich nicht, dass ich jetzt so viel Holz brauche. Ich glaube ehrlich gesagt. Siehst du, das geht schon wieder los hier. Ich bin doch gerade da lang gegangen. Ich glaube, vier Wurzeln reichen eigentlich. Ah.
Vielleicht mache ich mir mal irgendwo ein schönes Feld. Also offensichtlich ist auch zu erwarten, die Entwickler auch, dass man sich ein bisschen bemüht, eine Base aufzubauen. Eine schöne, große Base. Aber da sehe ich, wie gesagt, den Sinn gerade nicht. Ach, da hatte ich die Blobs reingepackt. Moment, dann... Stimmt, da hatte ich auch... Dann kann das... Ja, wieder raus. Und dann kann ich das ja da reinpacken. So viel Holz. So viel Holz. Richtig Holz vor der Hütte. So, die Erde kann jetzt eigentlich mal weg. Tschüss. Das braucht er nun. So viel braucht er nun wirklich gar keiner. So. So. Ja. Ich glaube, ich muss echt mal ins Internet gucken, wo es Zinn gibt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst ein bisschen Support da. Ist nicht so viel passiert. I'm sorry to say. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.